Hey Leute, weiter geht's mit Fallout Brotherhood of Steel. Wir gehen gleich direkt ins Spiel und hier kommt gleich eine Höhle. Da gehen wir doch mal rein. Ich gebe ehrlich zu, ich bin froh, wenn ich aus diesem Höhlensystem raus bin, weil diese kleinen Krabbelviecher mache ich überhaupt nicht leiden. Was mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist bei dem Spiel, ist wirklich nochmal die Speicherstände. Die haben sie gut gesetzt. Also ich habe nie Schwierigkeiten, hier irgendwie ein Part zu beenden, weil immer irgendwas in der Nähe ist. Ja, machen wir mal Shotgun Blues hier. Macht sogar ordentlich Schaden. Kann man nicht mal meckern. Ziel doch mal auf den Mensch. Die gehen irgendwie nicht alle gleich auf. Nur wenn man sich braucht. Ja, er wiederholt sich ein bisschen sehr oft, der Gute. Alter, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier alles habe. Ja, hab ich. Okay. Dann habe ich schon gesehen, in der kleinen Ecke da, diesen Zipfel oben auf der Karte zu sehen, da ist irgendwas. Geld. Was hat er nicht? Das Gefechtsmesser. Naja, und Stims. Stims sind gut. 40 Stück schon. Die Lichteffekte, naja, für damals waren es okay. Heute, naja, eher nicht. Großkalibermund? Schön. Ich doch noch mal ein bisschen Zeug rum. Gehen wir mal auf die Schrottpistole. Schrottflinte. Ah ja, ich mag euch. Gehört, dass ihr euch nicht leiden kann, müsst ihr gleich wieder angeschissen kommen. Ah. Hab ich gar kein Verständnis für. Ja, ich bin tot. Sprotzel. Klar, treff den, auf den ich gar nicht ziel. Logisch. Ach, ist ja im Prinzip wurscht. Noch eine Lötlampe gefunden. Sie machen es schon immer so, dass man hier für zwei Spieler den auch was hat. Also, finde ich gar nicht verkehrt. Nee. Doch nochmal kurz da lang. Hier weghauen. Sind halt eigentlich nicht wirklich gefährlich, nur lästig. Kommen wir, glaube ich, hinten an das Auto, was wir da gesehen haben. Da gibt es nochmal ein Zeug zum Einsammeln. Also hier kommen wir nicht rein. Ich probiere es jedes Mal, wenn ich das durchspiele. Was war das Nettes? Basie-Beretta, Gefechtsmesser, Lötlampe, drei Stück mittlerweile schon. Schrotflinte, okay. Ist auch nichts Neues dabei. Und hier haben wir jetzt irgendeinen Barvis-Kronkorken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ist was wert. So.
Jetzt haben wir von der Seite alles abgegrast. Jetzt müssen wir hier durch diesen Gang. Na komm schon. Weiter geht's. Die sehen ein bisschen eklig aus, wenn die so von der Decke runterfallen, sind die so kurz groß. Noch mal ein bisschen Krempel. Speichern werde ich jetzt nicht, auch wenn ein Speicherpunkt ist. Das ist übrigens recht lustig, klar, wegen dem Charakter, wegen dem Ghoul nochmal. Ne? Den juckt das irgendwann gar nicht mehr, das radioaktive Zeug. Im Gegenteil, man kann sogar einen Skill erwerben, dass er da Lebensenergie noch regeneriert. Das ist natürlich jetzt für unseren Menschen nicht so von Vorteil, hier eigentlich rumzuhüpfen. Aber hier gibt's noch was. Lederrüstung. Hab ich doch jetzt auch schon. Mhm. Naja, kommen wir mit ordentlich Geld nachher raus hier aus dem Level. Da hinten den Kofferraum aufmachen? Nein. Hätte ich jetzt echt geschworen, da liegt was drin. Ist nichts mehr. Da gehen wir weiter. Hupf, hupf. Ich glaube, allzu groß ist das Level auch nicht mehr. Die mag ich nicht. Ich weiß es eigentlich bei fast jedem Gegner. Ist ja auch so. Die sind ja auch nicht zu mögen da. Mal ganz ab. Mensch, ich will den Großen. Danke. Ist ja wohl nicht. So blöd positioniert, dass ich mich treffe. Super. Habe ich jetzt alles knatzkalt gemacht. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Das weiß ich selber, Leute. Aber das war... Nee, so nicht. Läuft nicht. Hier scheint nichts Interessantes... Oh. Interessant ist mehr zu sein, wollte ich sagen. Immer das, was ich sage, das Gegenteil passiert. Das ist was zum Kotzen. Okay. Überspeichern wir mal den vorvorletzten Spielstand. Ich glaube, jetzt gibt's Action hier. Brauchen wir einen Schluck zu trinken?
Das ist der passende Ort für dich, um zu sterben. Diese Knochen markieren den Tod der einen Zivilisation und die Geburt der anderen. Säugetiere folgten den Dinosauriern. Wer weiß, was an unsere Stelle treten wird. Die Banditen wollten deinen Kopf wegen der Geschichte mit ihren Kumpeln in der Kneipe. Entweder liefere ich ihnen den Kopf oder sie brennen die Stadt nieder. Da muss ich nicht lange überlegen. Der hat sogar eine bekannte Synchro. Die Paladine der Bruderschaft? Ja, sie waren in der Stadt. Aber nachdem sie mit der Anführerin, der Mutter der Banditen, gesprochen hatten, sind sie plötzlich verschwunden. Miss Domina? Ach, den beleidige ich mal, weil der... Ich bin dieses unflätige Herumstammeln endgültig leid. Die Banditen wollten deinen Kopf wegen der Geschichte mit ihren Kumpeln in der Kneipe. Entweder... So. Ich bin... Im Grunde bin ich ein... Im Grunde ist er friedlich, wollte er meinen. Ja. Bei dem muss man bloß kritisch auf die Granaten aufpassen. Leveln. Dann gibt's Moon. Stimpaks. Jede Menge Gegner zum Aufleveln. Und den geilen Sound. Der scheißt doch auf seine eigenen Jungs, das finde ich auch recht lustig. Ja, ich ziehe den Kampf ein bisschen in die Länge, Leute. Oh, scheiße. Ich will ich nicht machen sollen. Nein. Der ist der aktuellste, okay. Ach, wollte ich mit ihm spielen? Ja. Fail Number One. Der ist nicht schwer, das war jetzt bloß durch mein Rumgeier. Dann habe ich doch voll auf einer Granate gestanden. Zwei, drei Schläge mit meinem Feuerschwert, dann wäre das Ding erledigt gewesen. Na, ist wurscht. Okay, gleich auf die Wüstenadler. Machen wir jetzt mal hier einen kurzen Prozess. Wollte ich ein bisschen angeben, ja. Ist recht. Weil schwer ist der wirklich nicht. Das ist der Paladin. Ich drücke jetzt einfach schnell durch, dass es schneller geht. Thank you.
ich bin gerade ein bisschen still, weil ich will nicht wieder angeben und dann draufgehen. Stoppschwein! Doch. Jetzt war Oskar Reif gestorben. Jetzt haben wir hier bloß ein ganz, ganz kleines Problem. Alles kaputt hier. Ah! Trotzdem das Zeug noch alles haben. Ich glaube, die Steine können einem gar nichts anhaben, die da runterfallen. Okay, die Steine können einem was anhaben. Na, geh mal halt raus. Es ist jetzt natürlich relativ arschig zu spielen, muss ich tatsächlich sagen. Zwecks, man hat die ganze Zeit das Rütteln und die Steine fliegen da vom Himmel runter. Also von der Decke, von der Höhlendecke. Das macht es nicht gerade einfach zu spielen. Aber schwer in dem Sinne ist es nicht. Okay, jetzt fallen da gerade gar keine. Ich habe mal ganz galant den Rücken geschossen. So meine, genau, eine Lötlampe. Und dann nehmen wir hier mal. Ist natürlich klar, dass ich jetzt hier nicht mehr groß rumsuche. Oh ne. Zu viel. Das waren zu viele. Haben ja im Prinzip auch alles abgegrast gehabt. Also insofern, es passt. Brauchen wir uns nicht mehr stressen. Mal speichern. Das geht ja bei dem Spiel wirklich schnell, da kann man nicht meckern. Einfach bloß raus hier aus dem Gebölze. Jetzt gehen hier die restlichen Skorpionennester. Oh. Und schneller. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das nochmal kommt hier. Hat nicht mal was. Schweinerei. Raus, 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 raus hier. Natürlich raus. Thank you.
Na komm schon. Leider ein bisschen fixer. Das ist halt jetzt durch diese Erdbeben halt echt eine blöde Stelle, wo man springen muss, ist halt kacke. Das macht nicht wirklich Spaß. Ich will hier eigentlich auch wirklich bloß noch raus. Nehmen wir natürlich noch mit. 8 haben wir jetzt mittlerweile. Das ist gut. Nehmen wir gleich nochmal. Das ist arschig, Leute. Oh, zweimal echt Glück gehabt. Oh. Jetzt ging mir aber gerade die Pumpe, Leute. Ja, diese feuernden Skorpione scheinen am wenigsten nicht zu folgen. Anders als die hier. Ich glaube, da geht's regulär weiter. Wir müssen einfach bloß zurück zu dem Fahrstuhl. Aber dem Gerackel und Geruckel kann natürlich die Orientierung schon mal leiden. Komm, geht rauf, wenn du brennst. Ey, verstecken ist unfair. Finde ich übrigens einen interessanten Aspekt, hat man bei Spielen selber, dass Gegner, wenn sie sich unterlegen fühlen, ich weiß, das ist bloß eine billige Programmierung eigentlich, aber wenn sie sich unterlegen fühlen, dass sie dann nochmal wegrennen und sich verstecken oder sowas. Hat man selten in Spielen. So, haben wir das geschafft. Raus, dann werde ich da oben noch speichern. Und dann sage ich Tschüss für heute, Leute. So, na. Das ist natürlich eine blöde Situation. Aber ich kann doch gar nichts dafür, dass ihre Jungs umgebracht wurden. Das war jemand anders. Jemand von der Bruderschaft. Ja, du bist bloß ein unschuldiger Zuschauer, nicht wahr? Ja. Ich hab nichts gemacht. Röstet ihn, Jungs. Fühlt sich schön an, dieses Feuer. Es wird Zeit, diesen Leuten zu zeigen, dass man sich nicht mit uns anlegen darf. Brennt alles nieder, was sich bewegt, und dann alles, was sich nicht bewegt. Wenn ihr fertig seid, treffen wir uns an der Mühle. Armer Ampit. Hey, der Soldat! Diese Banditen, diese Bastarde sind gekommen, gleich nachdem du gegangen bist. Wollten mir wohl eine Lektion erteilen. Ich hab ihnen gesagt, sie sollten sich ins Knie ficken. So was sagt man aber nicht. Sorry, Leute. Tja. So viel zu meinen großen Plänen. Aber das Rezept für den Skorpionenschwanz-Cocktail habe ich noch. Es wird einen anderen reich machen. Mich nicht, fürchte ich.
Die anderen sind alle im Lagerhaus. Die meisten jedenfalls. Als die Banditen anfingen zu ballern, hat sich der Doc ein paar geschnappt und die Tür zugeschlossen. Aber einige von uns waren einfach zu langsam. Du zum Beispiel. Jo. Du machst das schon. Hey, in der ganzen Stadt hab ich Zeug versteckt. Gutes Zeug. Diese Scheißer sollen für den alten Armpit bezahlen. Warte, du musst ins Lagerhaus. Da haben sich alle versteckt. Aber die Banditen, du musst den Leuten helfen. Diesen verfluchten Armleuchtern. Geh jetzt mal drauf. Jetzt ist er endlich mal hin. So, jetzt noch trotzdem bloß noch hier den Speicherpunkt auf. Und die Stadt werden wir dann beim nächsten Mal klären, Leute. Ich bin Dell. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.